Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Buildcraft-Server. Wir sind ja gerade zusammen dabei, so eine Multifarm hier nachzubauen. Und das ist unsere Hauptbasis. Und wir gucken uns das Ganze mal an, wie das so aussieht. Hier, die läuft schon. Ihr seht hier auch so einen Wassertank, wie wir den gestern gebaut haben. Obendrauf gibt es solche Wassersammler. Die befüllen den. Hier unten kommt das Wasser raus. Und es geht hier hinten in das Durchlassventil. Das merken wir uns, das hat so fünf Ecken. Genau, sieht so aus. Und das müssen wir heute noch bauen. Und was wir auch bauen wollen heute, wir wollen die Energiezuleitung bauen. Und zwar ist das hier für die Getriebebox, ist das. Das ist hier dieses mit diesen Streifen. Und hier sind jetzt Solarzellen drauf, die will ich auch drüben drauf bauen, aber wir müssen jetzt erstmal mit den normalen Generatoren auskommen. Und das versuchen wir jetzt mal zu machen. Deswegen springen wir wieder rüber ins Let's Play Area und gucken mal, dass wir das Ganze jetzt angeschlossen bekommen. Wir gucken erstmal, wie viele Generatoren wir noch haben. Ich hoffe, dass wir überhaupt noch welche gebaut haben und nicht nur so viele gebaut haben, wie wir gebraucht haben. Eiserne Öfen sind schon mal nicht schlecht. So, dann gucken wir erstmal Generatoren. So, das sind alle Generatoren. Wir wollen aber den hier haben. Und dafür brauchen wir einen eisernen Ofen. Wir brauchen Platten und wir brauchen Batterien. Batterien müssten auch oben liegen. Und zwar müsste das in einer Kiste sein, auf der eine Batterie drauf ist. So, wir haben noch 12 Stück. Und 12 Stück. Ich glaube, wir brauchen 4 pro. Nee, hier. Nee, eine. Das heißt, wir können noch 12 Generatoren bauen. Das wäre super, wenn wir das hinkriegen. Wir gucken mal, was unsere Öfen in der Zwischenzeit schon alles geleistet haben. Das ist schon mal super. Wir nehmen mal das Eisen mit und wir nehmen auch das Zinn wieder mit. Okay, dann müssen wir erst wieder Platten machen. Dafür brauchen wir wieder das Werkzeug. So, jetzt bin ich ein bisschen überlastet hier. So. Zu viel in der im Inventar. Wo sind jetzt die Hämmer? Wo sind die? Da. Wie ihr seht schon, Eisenplatten brauchen wir ziemlich viel. Deswegen werden wir jetzt erstmal auch eine ganze Menge machen. Wir machen einfach mal alle, die wir haben. So, und das. Und da sind auch noch welche. Hinten wird ja noch Eisen gerade nachproduziert. Gut, das bedeutet, wir legen in die Mitte erstmal die rein und wir legen oben unsere Batterien rein und unten kommen die Öfen rein. Und wir seht hier Generatoren. So, jetzt haben wir 12 Generatoren. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Was wir aber noch brauchen, das sind Motoren, die haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gebaut. Haben wir schon Motoren? Da ist ja eine Motorenkiste, aber ich glaube, da sind nur Elektromotoren bisher drin. Yep. Dann brauchen wir Zahnräder. Zahnräder, die habe ich hier hinten. Und wir werden erstmal nur Redstone-Motoren bauen. Da brauchen wir nur Holz für. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch Stöcke drin habe. Da sind noch ein paar Stücke, da sind noch ein paar Stücke. Das reicht uns vielleicht sogar für den Anfang. Wir gehen mal hier hin und legen die fast so. Das machen wir nochmal. Das war ja blöd. So, wir legen. Und wir machen es so und so. Dann bekommen wir nämlich 32 Zahnräder. Gut, die Zahnräder. Und wir brauchen Kolben. Die habe ich vergessen. Kolben, Kolben, Kolben. Haben wir Kolben schon gebaut? Ich hoffe. Kolben haben wir 4 Stück. 4 ist ein bisschen wenig. Dann müssen wir uns noch mal welche bauen. Habe ich jetzt noch Eisen aufgehoben? Und zwar haben wir hier 36 Eisen. Wenn wir so viele Kolben machen, das reicht ja auch erstmal aus. Dann brauchen wir wieder Redstones. Ach, die Redstones, das war ja unser Problem.
Wir haben keine Redstones. Wir haben 4 Kolben. Dann müssen wir mit den 4 Kolben, glaube ich, auskommen. Ja, dann müssen wir damit auskommen. Dann nehmen wir uns hier noch... Wir brauchen erst noch ein bisschen... Ach, Moment mal. Hier, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Wir hatten doch eine ganze Menge Redstone. Und zwar liegt das bestimmt noch in irgendeiner Kiste hier drin. Versteckt. Wir hatten doch hier unterirdisch schon abgebaut. Und da waren noch eine ganze Menge Redstones dabei. Hat die hier vielleicht in der Kiste? Nö. Aber wir haben natürlich auch die Schaltkreise gebaut, die ziemlich viel Redstones verbrauchen. Nee, hilft nichts. Redstones haben wir zu wenig. Gut, dann machen wir erstmal weniger. Dann machen wir erstmal die Kolben nach unten. Wir legen hier unten Zahnräder hin. Und jetzt bin ich etwas durcheinander. Redstone-Motoren. Nee, das ist schon richtig so. Ups. Was wir aber noch brauchen, ist Glas. Glas. So, hier haben wir Glas. Haben wir hier. Wir haben auch noch Dings. So. Dann legen wir die erstmal unten hin. An die Seite kommen die Zahnräder. In die Mitte kommt Glas und oben kommt Holz. Und das gibt Redstone-Motoren. Okay. Haben wir denn jetzt noch ein paar Hebel dabei? Ich werfe mal hier so ein bisschen das Grünzeug weg. So, Hebel brauchen wir oben dann auch noch. Davon brauchen wir 4. Also jetzt geht es erstmal um die Wasserversorgung. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Da waren keine drin. Da müssen wir schnell noch welche bauen. So, hier, das habe ich und das habe ich. So, wir legen unten die hin und oben die. Also unten Bruchsteine, oben kommen die Stöcke hin und wir machen uns ein paar von den Hebeln. So, was wir jetzt noch brauchen, das wären zum einen noch Rohre, nämlich goldene und welche aus Holz. Gucken wir erstmal in die Kiste, ob wir da noch welche da haben. Holz haben wir da. Gold haben wir auch da. Gut. Dann brauchen wir noch einen Block. Den haben wir auch da. Dann gehen wir erstmal nach oben. Auf unseren Tank. So, wir legen einfach erstmal die Rohrleitungssysteme. Und zwar kommt hier einmal Gold hin, ihr müsst ducken drücken. Nein, nicht die. So, hier kommt einmal Gold hin und außenrum kommt jeweils Holz. Denn wir wollen ja aus den Wassertanks nachher noch das Wasser rauspumpen. Die hölzernen verbinden sich nicht. Dann kommt hier oben drauf, ach, wir haben ja nur 4 Motoren, wir haben ja gar nicht 6 Motoren. Dann machen wir das auch ein bisschen anders. Dann machen wir das so, 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 so. Bauen hier wieder die 2 ab. Na komm. So, dann tun wir einen Holzblock hier dazwischen setzen. Fast. Der muss wieder weg. Nein, das. So, dann nehmen wir unsere Hebel, die wir gerade gebaut haben. Und setzen die in die Mitte. So, die laufen jetzt auch schon. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist einmal Regen. Und das sind die Regentonnen. Und wie man die baut, das zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir dafür Eisen. Wir brauchen Sturdy Cases und Glas. So, Eisen haben wir noch dabei. Sturdy Cases müssen wir noch holen. Also, robuste Gehäuse heißt das.
So, robuste Gehäuse haben wir 4 Stück. Das reicht uns ja auch gerade aus. Noch Glas. Hab ich auch noch. Das passt ja. Dann gehen wir hier in die Mitte. So, wir legen dann die robusten in die Mitte. Wir legen einmal oben und unten Glas hin. Wir brauchen außenrum Eisen. Oben kommt Glas. Und ihr seht, hier bekommen wir Regentank. So, wir haben nur 4-mal robustes Dings, robuste Gehäuse. Das reicht uns ja aus, denn wir wollen ja nur 4 von den Dingern aufhängen. Jetzt gehen wir nach draußen und klemmen die jetzt einfach hier dran. So. Im Flugmodus hat man das Problem, wenn man sich jetzt auf, wenn man jetzt ducken drückt, geht es nach unten. Wenn ihr aber ducken und hochfliegen gleichzeitig drückt, dann bleibt ihr in der Luft stehen. Als kleiner Tipp. Das ist eine Sache, die habe ich zuletzt rausgefunden. Eine super Sache, denn ich bin immer daran verzweifelt, dass man da nach unten abgesackt ist. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Licht dran. Huch. Machen wir wieder mit Ducken. Machen wir auf jeder Seite was. Nein, nicht weg, nicht wegdriften. So. Und hier. Und hier auch. So, das Ganze läuft jetzt schon. Wir bin ich jetzt ausgeschaltet? Nee. So, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist Regen. Wir müssen also auf Regen noch warten. Und wir müssen natürlich noch eine Wasserleitung bauen. Oh, das haben wir toll gebaut, denn das war natürlich alles falsch. Alles falsch, was ich gemacht habe. Alles, alles, alles. So, wir müssen erst noch mal hier zu unserer Gemüsekiste. Da ist irgendwie so Weizen drauf. So. Wir haben hier Kaktusgrün. Das brauchen wir jetzt. Und die Kakteen, die wir noch haben, die werfen wir mal hier in den Ofen. Die können auch mal durchlaufen. Ich wundere mich, dass wir nur 8 Stück haben. Da müssen wir gleich nochmal draußen so ein bisschen was nachholen. Denn das reicht uns nicht. Davon brauchen wir eine ganze Menge. Und vielleicht bauen wir davon auch eine Farm. So. Und um die Tiere müssen wir uns auch bald mal kümmern. Da hinten sind auch noch Kakteen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, nicht dagegen laufen. Ganz böse Sache. Man muss da sehr genau zielen, dass man nicht gegen die Dinger gegenläuft, weil das gibt nämlich Schaden. So, wie man an dem Kollegen sieht. So, wir düsen mal hier rüber. Nein, nein, nein. Ist das kaputt gegangen? Nee. Super. So, dann gehen wir jetzt hier rüber und werfen die Kakteen, die wir gesammelt haben, auch gleich noch hier in die Öfen. Damit das schneller geht, teilen wir die einfach auf. Wir legen hier die Hälfte rein und legen hier die Hälfte rein. So, läuft. Jetzt gucken wir mal, ob da schon was angekommen ist. Hier 11 Stück. Und die tun wir jetzt einmal craften. So. Nein, nicht die. Die legen wir einfach hier rein und ihr seht, da kommen Dichtungen bei raus. Diese Dichtungen nehmen wir jetzt zusammen mit so einem Wasserrohr, mit so einem Transportrohr und dann werden Wasserrohre da draus. Das machen wir jetzt auch hier mit den hölzernen Rohren. 4 Stück. So. Und dann gehen wir nochmal nach draußen und müssen alles nochmal umbauen, was ich gerade gebaut habe. Super Sache, mache ich super gerne. Ich baue gerne alles nochmal neu. So ein bisschen mein Hobby. Aber das geht ja relativ schnell. So, hier haben wir die hölzernen Wasserrohre. Die bauen wir dahin, dahin, dahin und dahin. Und wir nehmen die goldenen Wasserrohre. Die legen wir jetzt hier in die Mitte. So.
verbindet sich das schön und es läuft alles da rein, wenn es dann mal irgendwann regnet. Und dann wollen wir, dass von hier das Ganze hier runter geht und sich hier verbindet. Brauchen wir keine Pumpe, das geht einfach so. Oh, da habe ich aber schlecht gezielt. Ach nee, ich habe das. Nee, doch, ich habe schlecht gezielt. So was Doofes. So, wir verbinden das hier schon mal. Und es fehlt uns genau ein Rohr, ehrlich. Das darf ja nicht wahr sein. Dann machen wir das halt nochmal. So. Kaktusgrün. Legen wir hier rein. Es gibt Dichtungen. Die Dichtungen legen wir da rein. Wir nehmen die Wasserrohre, Transportrohre und machen uns daraus Wasserrohre. Jetzt haben wir drei Stück nur. Aber das soll uns erstmal reichen auch. So, das verbinden wir jetzt so. Und sieht nicht so schick aus, aber wird funktionieren. So, dann haben wir jetzt hier unseren Energieanschluss. Das mit dem Geflacker ist echt doof. So, diesen Energieanschluss. Da müssen wir wieder Rohre für bauen. Und zwar diesmal Energierohre, für die wir Redstones brauchen, die wir aber nicht haben. Das ist echt ein Problem mit den Redstones. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir die vielleicht irgendwo herbekommen. So, jetzt legen wir erst nochmal was hier rein. Da ist ja noch alles voll. Warum läuft es denn hier nicht weiter? Ach so. Genau. Da müssen wir ein bisschen was abladen. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal das hier raus und das raus. Die Gummibäumchen können wir rausnehmen. Hier Tanks bauen wir auch gerade. Das lassen wir mal drin. Holz. Und das nehmen wir nochmal raus. Gut. Haben wir erstmal mit der Platz gemacht. So, wir müssen also noch Rohre bauen. Und zwar. Eigentlich nur goldene. Haben wir noch Gold da? Mit dem Gold hatte ich ja nicht was anderes vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann nehmen wir uns hier mal Glas. Aber es gibt ja auch ziemlich viele Rohre. Wenn man jetzt einmal so baut, ihr legt einmal Glas in die Mitte und wir legen mal außen viermal Gold. So, da bekommen wir schon wieder 32 Stück. Jetzt haben wir aber immer noch keine Redstones. Und das ist doof. Jetzt könnten wir hier unten mal gucken in unserem Keller, ob wir noch welche finden. Aber ich würde sagen, dann müssen wir das leider verschieben. Wir können schon mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen Kabel bauen. Und wir werden jetzt mal. Hier ist nichts mehr drin. Dann müssen wir Kupferplatten machen. So, Kupfer. Also jetzt Kupferkabel herstellen. Die reichen uns zuerst mal für den Anschluss. Dafür brauchen wir wieder unsere Hämmer. Und wir brauchen diese Seitenschneider hier. Das ist eine Schere. Hoffentlich reicht der eine Seitenschneider uns aus. So, haben wir noch einen Hammer? Das ist schlecht. Dann müssten wir vielleicht noch mal welche bauen. Hier ist auch kein Holz. Ah, doch, da. Wir machen also erstmal Stöcke. So, und aus den Stöcken machen wir jetzt erstmal noch ein paar Hämmer. So, das raus. Dann benutzen wir erst den, der eh schon kaputt ist. Jetzt machen wir hier noch mal ein bisschen Platten. Ach, die verarbeiten wir alle. Nee, nicht damit, sondern mit dem Hammer. So. Jetzt nehmen wir hier unseren Seitenschneider und machen da draus erstmal Kabel. So, die haben jetzt nicht ausgereicht. Dann müssen wir uns noch mal ein paar Seitenschneider bauen. Und dafür brauchen wir noch mal Eisen. Ich hoffe, dass das jetzt hier hinten durchgelaufen ist. Da haben wir wieder Eisen. Ihr seht, die Produktion funktioniert jetzt hier schon wesentlich schneller wie am Anfang.
Und wir können viel mehr machen. So, ich werde mal sagen, wir machen mal 5. So, dann kommen hier noch welche hin und da noch welche hin und da. Das ist also wie so ein Kreuz. Hier oben kommen Eisenplatten hin und hier unten kommen Eisenbarren hin. Und wir haben nicht so viel Platz. Haben wir irgendeinen Blödsinn, den wir rausschmeißen können? Wenigstens kurzfristig. Und noch einmal. Ach Mist. Dann müssen wir hier erst nochmal was reinwerfen, damit wir das Ganze wieder einsammeln können. Okay. Nehmen wir uns wieder zwei raus. Und machen noch ein bisschen mehr Kabelzeugs. Wo ist denn die zweite? Ach, da unten. So. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Isolierung. Dafür nehmen wir wieder Gummi. Den haben wir zum Glück hier schon vorbereitet. Legen wir hier rein. Machen wir Kupferkabel. Gummi und Kupferkabel. Dann sind die isoliert und dann kann man die hervorragend dafür benutzen. So. Und wir hatten ja eben hier Generatoren gebaut. Wir brauchen also jetzt die Generatoren, die wollen wir da gerne aufbauen. Und wir brauchen die Kupferkabel. Die sollen ja unsere Stromversorgung hier draußen meistern, sozusagen. So, hier kommt ja noch der. Hier kommt ja nachher noch das Rohr, was dann die Sachen abtransportiert. Deswegen müssen wir hier ein bisschen frei halten. Und hier kommt noch was dran. Aber wir wollen ja später sowieso hier hinten noch Solarzellen dran bauen. Deswegen brauchen wir erstmal hier ganz normale Steine. Und ich würde sagen, hier ist das. Dann müssen wir einen Abstand machen. Wir könnten aber auch hier hochgehen. Na, wir gehen mal nicht so dicht da dran. Nicht, dass wir nachher die Anlage stören. Wir gehen einfach mal hier hoch. So, da gehen wir erstmal ziemlich nach oben. Zupfen wir erst hier drauf und dann ganz runter. Und klemmen hier jetzt mal unsere Generatoren an. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit 2 Kupferkabel. Und das geht dann noch eins weiter, so nach hier. Ja, und jetzt brauchen wir auf jeden Fall Redstone. Das mit dem Geflacker da, das geht mir echt auf den Geist. So, wir gehen noch mal rüber zum Quarry und gucken, ob da jetzt schon Redstone angekommen sind. Nee, überhaupt nicht. So gar nicht. Kein einziges Redstone. Da ist aber auf der Fläche auch nichts zu sehen. Ihr könnt auch mal den. Jetzt könnt ihr auch mal den Laser hier bei der Arbeit beobachten. Da ist auch kein einziges Redstone, was wir uns jetzt schnell abgreifen können. Aber, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen einfach zu einer Farm, wo ich zu einem Steinbruch, den ich schon abgefarmt habe. Habe ich jetzt wieder keinen Platz mehr, oder doch? Geht. So, wir gehen einfach zu einem Quarry, den ich schon abgefarmt habe. Und zwar gehen wir mal zum Quarry 1. Quarry 1. So, der ist in der Oberfläche, da können wir nämlich auch was sehen. Und jetzt gucken wir einfach mal hier, ob wir hier noch ein paar Redstones finden. Und dann hauen wir uns einfach welche aus der Wand. So. Da ist ein Schleim,
Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ganz wichtig, wir brauchen hier viel Schleim nachher. Und das können wir uns nicht leisten, dass wir das uns durch die Lappen gehen lassen. So, Redstone. Da sind noch Redstones. Wir haben Glück gehabt. Schlechte Vorbereitung. Hätte ich dran denken müssen, dass wir noch Redstones brauchen. Aber dadurch, dass meine Spitzhacke ja effizient ist, kriegen wir aus einem nicht nur einen Redstone, sondern wir kriegen ganz viele. Und dann lohnt sich das schon. So, die haben wir abgeerntet. Hier drüben sind noch welche. Ich stelle mich immer gerne drauf. Denn dann kannst du nämlich zum einen abstürzen. Aber dann kann man auch schneller abbauen hier. So, siehst du? So, und ihr seht, da kommen immer gleich ganz viele rausgeflogen. So, jetzt haben wir hier noch welche. Wenn ich auf diesem Bedrock stehe, auf diesem Grundgestein, habe ich immer Angst, dass ich durchfalle. Das ist mir nämlich immer schon mal passiert. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber seitdem habe ich da echt Angst. So, das nehmen wir mit. Und dann haben wir ja hier, ihr seht, hier ist zwar schon alles abgegrast, aber es gibt immer noch Sachen in der Wand, die man gut gebrauchen kann. Was ist das? Nee. Nein, 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 es sind ganz viele Creeper. Mein Gott. Dann fliegen wir mal hier nach oben, gucken die nächste noch rein. Ach, hier waren nur zwei. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben einen anderthalben Stack. Das reicht uns. Nee, hier wollten wir gar nicht hin. So. Let's Play Area. Gut. So, wir haben hier die goldenen Transportrohre. Wir legen noch ein bisschen Redstone dazu und wir bekommen goldene Energierohre. Die können wir auch erstmal alle umwandeln, denn wir werden auch eine ganze Menge brauchen. Und was wir noch brauchen, sind halt welche aus Holz. Davon brauchen wir nicht ganz so viele. Ich mache jetzt mal 25 Stück. So. Dann haben wir einmal die und einmal die. Jetzt legen wir hier. Die Kiste ist natürlich schon voll. Aber ich habe mir noch ein paar Ablagekisten gebaut. Da werfen wir jetzt einfach mal ganz wild irgendwelche Sachen rein. Und nach der Aufnahme tue ich das sortieren. Was war das? Goldenes Wasserrohr. Nehmen wir nochmal mit. Gut, jetzt haben wir hier die goldenen Anschlussrohre. Die machen wir mal hier so. Machen wir mal hier so. Und dann machen wir gleich Elektromotoren. Hier dran, Elektrorohre wollte ich schon sagen. Die Elektromotoren müssen wir uns noch holen. Ich hoffe, wir haben da noch welche. Drei Stück. Das ist doch super. So, da dran und da dran. Du hast dich falsch gedreht. Und ich habe keinen Schraubenschlüssel dabei. Jetzt spinnen die wieder rum, weil die drehen sich leider immer falsch. Immer so, wie man das gerade nicht gebrauchen kann. Wisst ihr was? Auf dieses Rumgespacke und Rumgezicke von den Elektromotoren habe ich jetzt keinen Bock. Wir bauen einfach ein bisschen um. Wir machen es jetzt einfach so. Wir machen jetzt hier noch einen Abstand dazwischen. Dann passiert das nämlich nicht. So, jetzt nehmen wir die Elektromotoren. Der schließt sich da an. Der schließt sich da an. Super, klasse Sache. Wir nehmen wieder hier die Kupferkabel. Können wir auch so anschließen eigentlich. Geht ja auch. So, das kommt weg. Die haben sich angeschlossen. Jetzt hier
kümmern wir uns erstmal um den Zombie. So, da können wir gleich Kohle reinlegen. Dann haben wir hier schon Energieversorgung. Was uns natürlich noch fehlt, ist ein Hebel dazwischen. Ich vergesse das immer aus folgendem Grund. Wir haben nämlich drüben in der großen Basis in der Zwischenzeit Gatter, die wir da dran machen. Und dann musst du das nicht mehr mit den Hebeln machen. Jetzt habe ich die Hebel schon wieder irgendwo reingeworfen. Hier. So. Und dann gehen wir mal hier raus. Den Stein ist jetzt nicht so schick. Ja. So, und wir schalten ein. Und was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich noch hier so ein bisschen Strom. Das holen wir uns jetzt mit Kohle. Ich müsste eigentlich jetzt hier wieder Kohle produziert haben. Und haben wir auch noch zwei Trichter. Die müssten oben eigentlich in der Kistenkiste liegen. Tun sie natürlich nicht. Hier ist einer. Naja, einer ist besser wie keiner. So, dann machen wir es einfach so, dass wir hier schon mal einen damit ausstatten. Und der andere, den machen wir später. So, das füllen wir also auf. Dieses Rumgeschieße hier, das geht mir voll auf den Geist. So, die laufen. Es gibt hier Strom. Die Anlage hat jetzt auch schon Strom. Und was uns jetzt noch fehlt, ist Apatit. Hatten wir das schon gesammelt? Das gibt nämlich Dünger. Und Erde muss rein. So, da brauchen wir also 6-mal Erde. Und Apatit habe ich jetzt beim Einsortieren gar nicht gesehen. Das heißt, wir müssten dann nochmal Apatit besorgen. Können wir auch hier unten auffüllen. So, wir legen schon mal die Erde da rein. Und was uns jetzt noch fehlt, ist das Wasser, weil hier ist ja noch gar nichts drin. Guten Tag. Und Apatit. Das ist so ein blaues Gestein. Das müssen wir jetzt noch finden. Und das werden wir leider erst in der nächsten Folge schaffen. Aber ich werde vorher schon mal erkunden, wo wir das vielleicht finden. Und dann kann es in der nächsten Folge eigentlich schon losgehen. Das ist jetzt die Frage, was bauen wir jetzt da für Bäume an? Ich würde sagen, wir nehmen die guten alten Birken wieder. Da habe ich bestimmt noch ein paar Setzlinge drin liegen. 2 Stacks, das ist doch schon mal sehr gut. Dann können wir das auch schon auffüllen. Wir legen schon mal die Birken hier rein. Und da tut sich jetzt noch nichts, weil wir haben kein Wasser und wir haben keinen Dünger. Und dann tut sich da einfach nichts. So, dieser Dings hier, der ist schon dafür gebaut, wenn wir dann Solarzellen haben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, dann bauen wir das fertig. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, macht's gut. Und um die Spinne kümmere ich mich jetzt noch. So. Macht's gut und schreibt was in die Kommentare. Bis dann.